Okay, Leute, ihr seht schon, heute werden wir ein weiteres 100er Merch bewerben. Und zwar das von der TMB, Leute. Die TMB hat das 100er Merch von Abge bekommen. Ich glaube, weil sie auch die waren einfach, glaube ich, als allererste dran. Und deswegen haben sie es auch bekommen, weil die damals schon ein richtig cooles Clan-Plot hatten, Leute. Und die TMB, soweit ich weiß, ist auch ein sehr reicher Clan auf CDB 7, besitzen auch sehr viel. Die waren damals, die haben das ungefähr vor einem Monat bekommen. Und wir können ja mal gucken, was die in der Zeit hier für einen Fortschritt gemacht haben. Also erstmal, dieser Berg ist komplett heftig, Leute. Und ja, wir gehen jetzt erstmal hier so lang und schauen uns das erstmal ein bisschen an. Hier erstmal direkt, man spawnt auf so einem Thron, Digga. Niceness. Was ich ja nicht so feier ist, diese Architektur ist mir alles ein bisschen zu offen, aber ist anscheinend deren Style, sieht nicht so schlecht aus. Ich hätte vorhin ein bisschen mehr hingemacht. Auf jeden Fall geil. Das sind natürlich Menge auf sehr hohem Niveau, Leute. Ja, eine Statue muss sein. Die Augen kann man, glaube ich, nicht richtig erkennen. Oder wenn das Teil überhaupt Augen hat. Sieht auf jeden Fall auch recht geil aus. Dieser ganze Berg ist auf jeden Fall nicht schlecht gestaltet. Hier unten, was haben wir denn hier noch so? Hier ist so eine kleine Feuerstelle. Ich glaube, das soll an Griechenland so anbinden. Ein bisschen erinnern an die alte Antiken. So an die Antike. Alter, Leute, guckt euch das mal an, wie heftig das ist. Wir gehen mal weiter diesen Weg hier entlang. Ach, den habe ich jetzt gar nicht gesehen. So, gehen wir mal weiter hier runter. Auch schön hier alles beleuchtet, damit man hier auch schön in der Nacht durchkommt. Hier nochmal einfach so was Kleines hingebaut. Auch nicht, sieht auch nicht schlecht aus. Ach, das soll bestimmt so ein automatisches Tor sein. Auch nicht schlecht. Kann man ja mal machen. Hier ist nochmal so ein kleines Haus, irgendwie so ein Lagerhaus, schätze ich mal. Was ist das? Ist einfach nur random hingebaut. Ja, moin. Das sieht alles so ein bisschen so random platziert aus und ist dann auch nicht schön, muss ich ehrlich dazu gestehen, Leute. Aber da unten, ja, da geht schon mal weiter. Jetzt kommen wir doch schon ein bisschen der Sache näher. So, Leute. Hier erstmal so eine, wie soll man, so eine Bar, denke ich mal, ja. Das soll so eine kleine Bar sein oder wird auf jeden Fall noch eine Bar. Ja. Hier soll anscheinend eine Bar rein, Leute. Sieht auf jeden Fall bis jetzt nicht schlecht aus. Ich weiß gar nicht, ob dieser Clan überhaupt immer noch spielt. Aber ich wollte das Merch einfach gerne mal bewerten, weil es nicht schlecht aussieht, Leute. Hier nochmal ein schönes Schiff hingebaut, was ihr so drüber guckt. Ich würde sagen, wir gehen als nächstes mal hier oben in den Tempel. Ja, Leute. Der Tempel ist jetzt noch nicht so fertig, muss ich sagen. Da ist die Dream Army schon deutlich weitergekommen, obwohl die ihr 100er Merch noch nicht mal allzu lange haben. Der Anker sieht auch nicht schlecht aus, den haben sie auf jeden Fall auch gut hinbekommen. Hier noch ein paar Drachenmeier und so. Ja, Leute, was haben wir denn hier noch so? Nochmal ein Schiff. Ach, anscheinend geht das hier so raus und dann fährt man so aufs Meer. Und hier, oh, Digga, das ist aber eine ganz schön fette Statue. Puh, Digga, absolut nice. Absolut nice gebaut. Da muss ich wirklich Props an die Bilder von TMB. Absolut nice. So, hier hinten bauen die anscheinend noch was. Oder höhlen hier gerade irgendwie was aus? Ja, die höhlen hier gerade was aus. Oh. Ach, die wollen das alles noch aushöhlen. Okay. Oh, Digga, wie groß ist denn dieses Merch? Hä? Ach, die. Ach, das ist doch mehr als ein 100er Merch. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Hier müssen die auf jeden Fall auch noch viel bauen. Ja, das ist eindeutig größer als ein 100er Merch. Eindeutig. Hier hinten geht's auch noch hoch. Wir gehen da gleich in diese Wasserstadt rein. Keine Sorge, Leute. Keine Sorge. Hinten geht's nochmal hoch. Hier scheint es irgendwie so ein Tempel für so eine Gottheit zu sein. Ja. Oh, im TMB. Ach nee, das ist so eine Bibliothek. Vielleicht die Bibliothek von Alexandria. Falls ihr die Filme kennt dazu. Wisst ihr, was ich jetzt meine? So, jetzt kommen wir aber mal zu dem allergrößten Teil. Und zwar zu deren Unterwasserstadt. Das Teil ist einfach nur fett. Komme ich da überhaupt irgendwie rein, ist jetzt mal die erste Frage. Seht ihr, es leckt hier schon, weil es absolut fett gebaut ist. So, wir müssen doch da, kommt man da vielleicht mit P-Mitte rein? P-Mitte. Nee, kommt man nicht. Schade, schade. Kommt man, da muss es doch irgendwo einen Eingang geben, Leute. Wir suchen mal ein bisschen nach. Auf jeden Fall, hier unten. Unter Wasser alles richtig geil hier bebaut. Nee, hier ist alles mit Glas zugemacht worden. Alles, jede einzelne Stelle.
Hier unten ist aber offen. Vielleicht haben die irgendwo ein Loch. Nee. Ah ja, hier kommt. Hier, ah, seht ihr, hier bin ich reingekommen. Schreib bitte. Scheibe bitte reparieren. Ja, hättest du mal selber machen müssen. Mein guter. Inneneinrichtung, ja, könnte man noch ein bisschen was machen. Sieht aber bis jetzt auch nicht so schlecht aus, Leute. Oh, oh, schön Wasser hier oben. Nochmal so ein schöner Esstisch. Mhm. Ach, da drüben nochmal so ein Kamin. Alle, aber ihr müsst euch ja mal bedenken, das ist ja alles unter Wasser. Die haben das alles unter Wasser gesetzt. Oh, hier sind anscheinend die Clan-Mitglieder verzeichnet. Ach, das sind ja gar nicht so viele. Kein Wunder, warum die immer so lange brauchen. Oder warum die noch nicht so weit sind wie der Dream Army. Ja gut, der Dream Army hat aber auch Zeit ohne Ende. Der baut ja wirklich jeden Tag einer. Oh, auch nicht schlecht, nicht schlecht. Hier geht's auch schon wieder hoch. Ich feiere dieses gelbe Dach. Natürlich kommt ja jetzt Wasser durch. Hier oben. Ach, die haben immer so diesen kleinen Style mit den Teppichen und mit den Kaminen. Auch nicht schlecht. So, ich würde sagen, wir gehen mal in die mittlere Kuppel weiter. So, wo geht's denn hier lang? Oh, wir müssen glaube ich ganz weit bis auf die zweite Etage. Hm, ja, hier. Hier geht's schon weiter. Ich hole mir mal ganz kurz was zu essen. Und dann geht's ja auch schon weiter. Also, hier haben die direkt mal ein paar Beacons neblest. Endlich mal etwas mehr OP halt. Die sind, glaube ich, nicht so auf diesen OP-Fackel. Die sind mehr auf diesen schönen Bauen. Hier, ihr müsst euch ja mal überlegen, wie viel Glas hier allein schon verbaut ist. Die innere Einrichtung kann man so machen. Auf jeden Fall geil. Aber man kann auch noch einiges verbessern. Hier könnte man überall noch was hinsetzen. Mhm, mhm. Oh, schöne Blumenbeete. Aber das ist Meckern auf ganz hohem Niveau. Natürlich ist das richtig geil. Ach nee, die sind ja sogar mehr Member. Ich sehe das hier gerade. Ach, das ist ja... Member, TMB, TMB. Die müssen sich alle mit TMB davor nennen. Ja, bis auf der Darkbreak. Ich glaube, das ist gar keine so eine Pflichtaufgabe bei denen. Aber die meisten machen das einfach gerne, denke ich mal. Hier auch wieder einer Co-Owner, ja. Ja, sieht alles nicht so schlecht aus, Leute. Hier drin, oh. Wo geht's denn hier hin? Vielleicht irgendwie so ein Nee, vielleicht irgendwie sowas wie sowas ähnliches wie so ein Gerichtssaal. Sieht das für mich aus? Ja, könnte gut sein. Oder so ein Unterwasserschiff haben die auf der anderen Seite. So. Hier kommt man nirgendwo mehr hin, oder? Doch. Ach, hier. Ach, hier ist so ein kleines Bad. Auch nicht schlecht. Wir gehen ja erstmal baden, Leute. Hier hätte ich zum Beispiel die Teile etwas weiter oben gesetzt, aber wie gesagt, meckern auf ganz hohem Niveau, Leute. Es ist allein schon heftig, was sie sonst hier gebaut haben. Tut mir jetzt leid für den Hustenanfall. Nicht rausschneiden, Digga. Absolut lost. Hier oben ist... Ja, das ist, glaube ich, wie so eine Tagungsstätte hier. Hier kommen die immer so hin, wenn die Clan-Besprechungen oder sowas haben. Auch nicht schlecht. Mhm. So. Was hat man? So, wo ging das denn jetzt hier raus? Ich weiß es gar nicht mehr. Och, Leute. Ich habe mich verlaufen. Hilfe. Hilfe. Scheiße. Hier ging... Ah ja, hier. Gut, das ist nur so ein Zweierweg. Gut, dann haben wir jetzt schon mal einiges von dem Plot gesehen. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt gleich nochmal das linke Teil an. Auf jeden Fall da unten auch eben schön die Diamonds platziert gehabt. So. Hier oben auch wieder alles mit Glas zugemacht. Dieser Glastier ist echt geil, weil dadurch hast du hier viel mehr Offenheit. Das sieht einfach alles viel geiler aus. So. Hier kannst du wesentlich länger bewerten als das von der Dream Army. Auch nicht schlecht. So, dann wird das heute mal ein etwas längeres Video. Hier ist anscheinend so eine kleine Stadt reingebaut worden. Da gucken wir jetzt einfach mal so ganz kurz rein, würde ich sagen. So ganz so. Ach, da. Ach, die haben an alles gedacht. Das ist so eine kleine Unterwasserstadt. Das finde ich nett. Finde ich cool. Gut, da kommt man auch rein. Mhm. Dracheneier nochmal als OP-Faktor. Nicht schlecht, kann man machen. Okay, da haben die auch wieder Glossum platziert. Hier ist irgendwo ein Villager-Spawner, wie es aussieht. Aber auch hier draußen haben die alles richtig gut platziert. Also, Props an die auf jeden Fall. Ist richtig geil. Hm. So, jetzt kommen wir aber für mich zum persönlichen Highlight, zum Schiff. Das Schiff finde ich am geilsten, was sie unter Wasser gebaut haben. Also von der Optik her. Jetzt sind hier so die Kajüten. Okay. Ach, hier war anscheinend irgendwie ein... Ach, das soll so auf Grund gelaufen sein. Aha, das ist natürlich geil. Das ist natürlich geil gemacht. Okay, hier ist die Schatzkammer. Was steht hier?
Bitte GS-Bewertung einwerfen. Hier bitte Bewertung einwerfen. Oh. Ich habe jetzt gar keine Bewertung dabei. Aber wir werfen einfach mal ein Steak rein, würde ich sagen. So, ich wurde eben auf TS angestupst, Leute. Gut, das war's aber auch schon, wie es aussieht. Wieso kann ich denn das öffnen? Können das alle? Ach so, kommt man sicherlich rein. Ich habe jetzt aber keine Rechte oder so, oder? Nee, ich dachte jetzt schon. Auf jeden Fall, Leute. Hier geht Geheimgang, Geheimgang. Ach, hier ist auch nicht mehr viel. Nee, gut. Dann würde ich sagen, Leute, wenn euch dieses kleine Video zu dem 100er-Merch der TMB gefallen hat, könnt ihr gerne mal ein Like und ein Abo dalassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.